du biologisch abgespritzter Apfelabfalleimer. Hast du schon wieder geklaut? Die Chefin von Lidl, Frau Rehwart, hat ja angerufen. Ma, ich klau doch kein zweites Mal. Ich bin doch nicht bescheuert. Sofort die Taschen leer machen. Ich habe an dieser Hose gar keine Taschen. Och nee. Rucksack her. Ja, jetzt mal gucken hier. Och nee. Was haben wir da? Guck an. Weihnachten hast du auch geklaut. Aha. Wenn du bald mal scheißen musst, oder was? Ja, das ist bestimmt nicht zum Lenkrad festbohren, oder? Ja, guck mal an, du fachgerechte Scheiße. Was ist denn das hier? Ach, wenn es im Winter mal wieder zu warm wird, hä? Wolltest du damit aus dem Fenster klettern, damit dich keiner sieht, oder was? Na, den kannst du wirklich gebrauchen, wenn ich mit dir fertig bin. Das sag ich dir. Boah, da kannst du dich gleich noch messen und 1 Meter abziehen, wenn ich mit dir fertig bin. Na, wenn du da wenigstens kein sinnvolles Spiel dazu geklaut hast, dann kriegst du zur Strafe ein neues Auto. Geister gibt's nicht, du Fummeloma. Du abgeschnüffelter Holzstreifen! Im Lockenkind musst du dich nicht um die Blumauer inne mitnehmen! Auch deswegen ist das Ding so schwer hier! Ach, du hässliche Verwaltungsakte, schaffst es nicht immer Feuer zu machen, da willst du jetzt löschen oder was? Warum hast du nicht erst letztes Mal bei Rewe so eine geklaut? Was willst du denn morgen mal damit? Du bist mit den anderen Dingen nicht immer klar gekommen. Du Steifgockabspritzer, das nennst du wohl nicht geklaut oder was? Ich weiß nicht, wie das da reingekommen ist. Das ist nicht mal mein Rucksack. Du angefeuchtete Straßenlaterne, erzähle keinen Scheiß. Den Rucksack habe ich dir gestern gekauft. Zur Strafe darfst du das ganze Zeug behalten. Ma, ich kann doch nichts dafür, wenn ich vergesse zu bezahlen. Außerdem ist das in meinen Rucksack reingerutscht. Wenn du jetzt anfängst zu diskutieren, dann sage ich der Chefin von Lidl, Frau Rewe, dass du das ganze Zeug nicht geklaut hast und da kriegst du keine Anzeige.